Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Endling. Extinction is Forever und vielleicht ist es ja auch schon die letzte Folge. Wir haben nämlich eigentlich nur noch eine einzige Spur, der wir folgen können. Oh mein Gott. Oh oh. Rennt. Los, rennt weg. Unser Unterschlupf ist aufgeflogen. Oh mein Gott, was denn? Okay, das waren nicht die Menschen. Hier fällt alles in sich zusammen. Überschwemmung. Ach, das war das, was wir gesehen haben, ne? Die haben das geflügt dort selbst, oder? In der letzten Folge haben die doch da die Schotten aufgemacht und es kam ganz viel Wasser raus. Oh nein. Sag mir nicht, dass das Ende ist. Bitte nicht. Nein. Was? Was? Aber ich habe doch gerade erst angefangen. Oh nein. Wir haben doch noch eine Spur und das kann nicht das Ende sein. Ich habe doch gerade erst die Folge begonnen. Okay. Okay. Überschwemmung, jetzt Trockenheit? Ich. Oh Gott, unsere Kinder. Ach Gott. Bin ich schuld daran? Habe ich irgendwas. Habe ich was falsch gemacht? Bin ich schuld, dass das jetzt so. Wo soll ich denn hin? Ich habe keine Karte. Okay, ich kann nur irgendwo hin. Oh Gott. Oh, ist das scheiße. Geht das nicht? Nee, geht nicht. Drücke wiederholt. Ja, habe ich doch. Er schüttelt den Kopf. Nö. Geht nicht. Aber die Leute gehen da alle hin. Deswegen wollte ich da eigentlich auch hin. Aber ich konnte nicht graben. Vielleicht erst, wenn wir nicht mehr humpeln. Oh mein Gott. Meine Kleinen. Muss ich alle... Okay, ich muss die alle rausbringen, ne? Okay, okay. Deswegen wollte ich da noch nicht hin. Oh Gott, sie leben noch. Oh Gott, bin ich erleichtert. Ich bin gerade so dermaßen erleichtert. Euch geht's gut. Und vielleicht ja auch dem anderen auch. Dem vierten im Bunde. Vielleicht konnten sie sich retten. Momo, ihr Papa und unser Jungs. Oh Gott. Was ist denn das für ein Folgenstart? Ich dachte, wir gehen jetzt schön aus dem Bau raus, holen was zu essen. Irgendwann finden wir eine Spur, der wir folgen. Aber nö, das Spiel hasst uns. Ich überlege halt wirklich, ist das der normale Lauf der Dinge hier in dem Spiel? Hat man keine Wahl? Landet man immer hier? Oder haben wir irgendwas, ja, irgendwas versäumt, dass wir hier gelandet sind? Oh nein, der Dachs. Nein, das Dachs, Junge. Ich kann das nicht. Oh Gott. Ich kann nicht weitergehen. Das. Ich meine, jetzt haben wir hier schon ein totes Dachsjunges. Unseren Jungen geht's auch nicht gut. Wir wissen nicht, was mit Momo und unserem vierten Jungen ist. Ich ahne hier gerade das Schlimmste. Oh Gott, bitte, bitte lass es ein Happy End geben. Ist das furchtbar. Was machen denn die Entwickler hier mit einem? Ich muss mich gerade echt zurückhalten, dass mir nicht die Tränen kommen wegen dem Dachsjungen. Nein. Ich kann nichts tun tatsächlich. Ich kann nicht rennen.
Ernsthaft? Okay. Okay. Er hat uns nicht erschossen. Also ich meine, ich kann noch schleichen, sehe ich gerade, aber ich kann halt nicht rennen. Weil wir zu schwer verletzt sind. Okay. Ganz ruhig bleiben. Ich glaube, wir steuern jetzt hier unweigerlich auf das lineare Ende zu. Also zumindest das Ende, das wir hier irgendwie erreicht haben. Ich glaube nicht, dass uns jetzt nochmal irgendwas hier zwischendurch killen würde. Warum kann ich jetzt schon wieder nicht? Wo ist denn das dritte? Ach, hier. Okay. Komm bitte. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Oh Gott. Jetzt. Also wir haben keinerlei Leisten mehr. Wir haben nichts mehr mit Futter. Wir sehen unsere Jungen unten links nicht mehr. Kein Tag-Nacht-Wechsel. Scheinbar. Es ist auch helllichter Tag, wo wir hier gerade rumrennen. Dass die Dachsmutter alleine ohne Junges. Das Junge ist tot. Gott. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, das Junge zu retten. Und jetzt hat es trotzdem nicht überlebt. Und auch die Mutter. Naja, ich weiß nicht. Oh. Komm, ich helfe dir. Was ist denn da los gewesen? Das haben doch die Menschen selbst gemacht, oder? Wir haben ja gesehen, wie die da geflutet haben. Ich glaube, das waren die selbst. Kann ich mit dir rüberspringen? Ja, okay. Also die Bösen, die mit den Masken halt. Ich glaube, die anderen waren alle gar nicht böse. Also zumindest nicht alle. Ich glaube, da waren einfach nur sehr viele verzweifelte Menschen drunter, die vielleicht auch Hunger hatten. Und ich glaube, die in den Fabriken, ich weiß gar nicht, was sie da eigentlich gemacht haben. Auf jeden Fall scheinbar nichts Gutes. Ich weiß auch nicht, vielleicht sind das hier auch gerade normale, naja, normale Wetterphänomene. Also, naja. Also normal meine ich nicht von Menschen gemacht halt. Kommst du? Okay. Oh, ich will gerade gar nicht so, ich will die Atmosphäre gerade nicht so kaputt machen. Oh Gott. Der schon wieder, der verfolgt uns, ne? Das ist doch der gleiche vom Schiff gerade. Jetzt noch, wisst ihr? Also hier ist alles im Arsch und der hat nichts Besseres zu tun, als uns mit seiner Scheiß, mit seinem Scheiß Scharfschützengewehr da zu verfolgen. Oh, sie hilft uns auf der anderen Seite. Es tut mir so leid, dass du dein Junges verloren hast. Es tut mir so leid. Oh nein. Warum? Du Arschloch. Du mieses Arschloch. Ich meine, klar, der hat wahrscheinlich Hunger und... Oh Gott, der hat jetzt sich jetzt erst, dass er einen metallenen Arm hat. Oh Gott. Ist das furchtbar. Ist das grausam einfach nur. Jetzt weiß ich, warum die gute Soraya das Spiel hier nicht spielen wollte. Oh Gott. Jetzt kann ich sie auch nicht mehr empfehlen. Das ist... Ich meine, ein grandioses Spiel, aber das hier ist echt... Das ist zu... Ich kann das gar nicht mit ansehen. Oh nein. Kümmere dich um meine Jungen, bitte. Ich kann es nicht mehr. Bring sie in Sicherheit. Oh Gott.
Also am Ende. Ach, Entschuldigung, ich. Ich bin gerade so froh, dass keine Kamera an ist. Also. Wir haben es weder geschafft, unser Junges zu bekommen, noch wissen wir überhaupt, was aus unserem Jungen und Momo geworden ist. Wir sind gestorben. Das Dachsjunge ist gestorben. Oh Gott, das ist furchtbar. Entschuldigung, ich. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Okay. Das ist. Wow, das ist wahrscheinlich das schlimmste Ende, was man in dem ganzen Spiel bekommen kann, glaube ich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob es ein anderes Ende gibt. Ich hoffe sehr, dass es ein anderes Ende gibt, wo man sein Junges findet, wo Momo gesund wird, vielleicht sogar. Wo man glücklich weiterlebt mit seinen Kindern. Das hier ist. Wow. Das ist so hart gerade. Ich habe ja seltenst in Spielen ein schlimmeres Ende erlebt als das hier. Das. Und wir haben uns ja eigentlich, ich weiß nicht, woran es liegt. Also wenn das hier das schlechte Ende ist und es ein gutes gibt, dann weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was wir hätten anders machen sollen. Wir haben eine Spur zwischendrin nicht gefunden, aber es kann doch nicht sein, dass wir das schlechte Ende bekommen, nur weil wir eine einzige Spur nicht entdeckt haben. Und naja, vielleicht haben wir zu lange gebraucht. Ich weiß nicht, wäre es schneller gegangen? Ich meine, die Spuren kommen ja einfach irgendwann, ich weiß gar nicht, ob man das hätte jetzt wirklich in kürzerer Zeit alles schaffen können. Ob es jetzt daran liegt, dass wir schlechte Ende bekommen haben, weil wir einfach zu lange gebraucht haben. Weil eben alles überflutet wurde, bevor wir unser Junges gefunden haben. Ich meine, stimmt, am Ende wäre jetzt noch eine Spur gewesen und wir haben sie nicht mehr bekommen. Okay, dann vielleicht hat es zu lange gedauert. Die Welt um uns herum schien ja immer schlechter zu werden. Also vielleicht hätten wir einfach schneller sein müssen. Und dann hätten wir vielleicht am Ende mit der letzten Spur, die wir jetzt ja quasi verpasst haben, vielleicht unser Junges gefunden. Vielleicht hat uns ein Tag gefehlt. Quasi. Oh, also, ich würde natürlich super gerne sehen, wie das gute Ende ist. Ich glaube, ich werde das googeln. Ich könnte jetzt auch sagen, komm, so lange ist das Spiel nicht, wir machen es nochmal. Aber ich kann es nicht. Das Spiel hat mich jetzt so mitgenommen hier, das Ende vor allem. Ich kann das nicht nochmal. Also, wenn es immer wieder auf dieses Ende hinausläuft, ich kann das nicht. Ich kann das nicht nochmal sehen. Ich kann nicht noch andere schlimme Enden sehen, falls es noch andere gibt. Ich kann es nicht. Ich glaube, ich werde tatsächlich einfach ja, bei YouTube oder so nach dem anderen Ende schauen, wenn es ein gutes Ende gibt und schauen, was uns da erwartet hätte. Ja, es tut mir jetzt natürlich super leid, dass ich hier jetzt nur das schlechte Ende zeigen konnte. Wir waren wahrscheinlich wirklich zu langsam. Errungenschaften aller guten Dinge sind drei, das doppelte Füchschen, alle für ein. Aussterben ist für immer. Auch eine Errungenschaft. Vier Errungenschaften. Ja, das war's. Das war das Ende. Wir sind also die Fuchsmutter ist gestorben. Und die drei Jungen ziehen jetzt mit der Dachsmutter los, die auch ihr Junges verloren hat. Und wo das vierte Junge ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich haben sie es nicht geschafft, ne? Ich meine, da waren auch so viele Menschen unterwegs. Vielleicht sind Momo und das Fuchsjunge. Ach Mensch, das ist furchtbar. Was ist denn hier unter Extras noch? Trailer und Mitwirkende, okay. Okay. Gut. Das ist das Ende. Wahrscheinlich, vermutlich das schlechte Ende. Garantiert gab es auch noch ein gutes. Wir haben die letzte Spur tatsächlich nicht bekommen am Ende. Ich nehme an, zu langsam. Okay, ich versuche noch irgendwie Kritik hier loszuwerden. Tolles Spiel. Also auch das Ende war jetzt viel zu hart für meine Gefühle. Also für mich, ich bin einfach ein Mensch, der sehr emotional ist und nah am Wasser gebaut. Und ich versuche immer, mich bei Spielen, Filmen, Büchern, was auch immer, wirklich komplett reinzutauchen in die Story, mich mitnehmen zu lassen und involviert zu sein. Und das, ich glaube, es können auch viele so ein Spiel spielen und denken am Ende, oh, scheiße, hab das Kacke-Ende bekommen. Naja, dann nochmal.
Ja, naja. Ich bin da ein bisschen emotionaler veranlagt. Ich musste tatsächlich gerade weinen. Ich bin wirklich froh, dass die Kamera nicht da an war. Sonst, ja, würde jetzt furchtbar aussehen mit der ganzen Rotze im Gesicht und den Tränen. Ich muss jetzt erstmal eine Pause einlegen. Also, grandioses Spiel. Das Ende hier wirklich fies und gemein und furchtbar. Andererseits kann man auch sagen, es nimmt einen sehr mit. Also, irgendwo haben sie was richtig gemacht. Ich gucke gleich mal nach dem guten Ende. Vielleicht bereitet mir das bessere Emotionen. Ich kann halt kaum über das Spiel gerade reden, wie fantastisch die Grafik war, die Musik, die Story an sich, wie gebannt man tatsächlich hier beim Spielen war, wie groß die Angst war, seine Jungen zu verlieren, wie einen das hier emotional gepackt hat, die Atmosphäre einfach super. Aber es fällt halt wirklich schwer, darüber gerade zu reden, wenn man gerade so traurig ist. Okay. Also, nichtsdestotrotz, fantastisches Spiel. Das Ende. Okay, ich werde jetzt erstmal, ich setze mir einen Tee auf, werde mich erholen, dann gucke ich mal nach dem guten Ende. Vielleicht verschafft mir das ein bisschen Aufheiterung. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Let's Play. Ich hoffe, ihr habt, bis auf das Ende, das hat wahrscheinlich niemand genossen, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an dem Let's Play an sich. Und naja, vielleicht habt ihr selber mal gespielt und habt das gute Ende bekommen. Vielleicht rennt ihr jetzt auch gleich los im Internet und sucht nach dem guten Ende, um euch irgendwie aufzuheitern. Vielleicht versucht ihr auch, es besser zu machen. Holt euch jetzt, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr das Spiel hier schon und spielt jetzt auch und versucht das gute Ende zu erreichen, um zu wissen, wie es gut ausgeht. Ich kann es nicht nochmal. Ich muss wirklich sagen, ich kann das nicht nochmal. Nicht in absehbarer Zeit. Okay, Leute, dann, ja, schön, dass ihr dabei wart. Schreibt doch gerne ein paar abschließende Worte in die Kommentare. Gerne auch, wenn ihr selber geheult habt oder so, das würde mich sehr, würde mir vielleicht helfen. Dann würde ich mir nicht so doof vorkommen, dass ich jetzt geheult habe. Ja, und dann hoffentlich sehen wir uns in einem neuen Let's Play oder in den alten, die ja noch laufen, wieder. Also dann, bye bye, bis zum nächsten Mal.